Am vergangenen Samstag ist es in Köthen zu einer Körperverletzungsgeschichte gekommen, bei der ein 22-Jähriger das Leben verloren hat. Ja, was ist jetzt ganz genau passiert? Es geht darum, dass ein junges Mädel, 18 Jahre alt, mit ihrem Freund und einem Freund, also einem Kumpel, unterwegs gewesen ist. Die waren auf einem Spielplatz in Köthen und dann hat die 18-Jährige gesagt, sie sei schwanger. So, dann wollte natürlich der Freund wissen, wer ist jetzt der Vater? Und dann sagte sie, ja, das weiß ich nicht genau, entweder du bist das oder hier, unser Freund, der daneben stand. Es ist natürlich zwischen den beiden Kerlen zu einer Auseinandersetzung gekommen, die haben sich geprügelt. So, und das Ganze wurde dann beobachtet von dem späteren Opfer, der mit seinem Bruder unterwegs gewesen ist, gesehen hat, oh, die prügeln sich da. Und wollte dann quasi schlichten und ist da hingegangen, hat gesagt, ey Jungs, lass das mal sein hier und so weiter. Ja, einer von den beiden Männern, die sich da geprügelt haben, ist dann unvermittelter Dinge auf ihn losgegangen, hat ihn verhauen, der Mensch ist dann gestürzt, hatte die Augen noch aufgerissen, war aber überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ja, und später im Krankenhaus ist er dann verstorben. Es kam zu einem Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Allerdings ist der Täter mittlerweile von der Staatsanwaltschaft schon wieder an der langen Leine gehalten worden oder wird von der Staatsanwaltschaft an der langen Leine gehalten, weil die Staatsanwaltschaft aufgrund eines Obduktionsberichtes festgestellt hat, Mensch, Moment, der ist ja gar nicht gestorben, weil er da verhauen wurde und auf die Erde geknallt ist, auf den Gehweg, sondern er ist an einem Herzinfarkt gestorben und er hatte ja schon einen Herzfehler und einen Herzschrittmacher vorher. Also hat die Gerichtsmedizin festgestellt, die Verletzungen, die er davon getragen hat im Gesicht, haben kausal nicht zum Tode dieses jungen Menschen mit seinen 22 Jahren geführt. Ja, nun muss man natürlich festhalten, mit 22 Jahren kann das natürlich schon recht häufig vorkommen, dass man an einem Herzinfarkt stirbt, gerade einfach so. Ne? Also man stirbt einfach. Na so, man geht ganz normal, ne, geht einkaufen oder will zu seinem geparkten Auto und mit einmal und man stirbt. Genau, das passiert in 99% aller Fälle, wo Leute ums Leben kommen. Das sind alle 22-Jährige, die einen Herzinfarkt kriegen, weil sie einen Herzschrittmacher haben. Ja, mein Herz, allerliebste Staatsanwaltschaft, euch müsste doch eigentlich bewusst sein, anhand eures Studiums, ihr denke ich mal, werdet wohl studiert haben, es sei denn, ihr macht es wie einige Politiker, die sich dann ihre ganzen Diplome irgendwo kaufen, ne, um die dann vorzeigen zu können. Aber das könnte natürlich durchaus auch schon sein, ne? Weil ihr habt nämlich einen am Marmel oder was? Meine Fresse nochmal! Der Bengel ist gestorben, weil er da auf die Fresse gekriegt hat! Nichts anderes! Ob der schon einen Herzfehler hatte vorher, ja oder nein? Ob der einen Herzschrittmacher getragen hat, ist auch völlig scheißegal. Der ist gestorben, weil er durch diese Aufregung, der hat er aufs Maul gekriegt, ist dann auf die Fresse gefallen und daran ist er gestorben. Und jetzt kommt, ja, nö, nö, Moment, ne, an so einer Lippe, die kaputt gehauen wurde, kann man gar nicht sterben. Das mag ja auch richtig sein, aber an dem Stress, den er dadurch erlitten hat, Mann, an diesem sogenannten Schock, für Nichtmediziner redet ihr redet ja immer davon, dass ihr sagt, oh, ich stand unter Schock. Erst durch einen Schock ist er gestorben. Man kann tatsächlich durch einen Schock sterben, durch einen medizinischen Schock. Und das wird garantiert da auch gewesen sein. Nämlich entweder ein kardiogener Schock, ja, oder das Gerät ist kaputt gegangen, als er gestürzt ist da. Und der Herzschrittmacher ist einfach versagt. Aber er ist gestorben, weil er aufs Maul gekriegt hat, Mann. Und jetzt fangt ihr wieder an, oh ja, nein, und das wolltet ihr ja gar nicht. Und ne, der hat ihm ja nur auf die Lippe gehauen, er wollte ihn ja gar nicht töten. Das stimmt schon. Vorsatz kann man dem sicherlich nicht unterstellen. Ne, obwohl das eigentlich mal richtig, formaljuristisch, eine richtig geile Kelle wäre. Ne, in der heutigen Zeit mal zu zeigen, jetzt hauen wir einmal richtig schön an die Rübe. Ne, damit andere nicht auch so eine Scheiße machen, aber das kann man von euch ja nicht verlangen. Ihr seid wirklich einfach nur ein scheiß Kasperlhasenverein da, in der Staatsanwaltschaft, egal wo ihr sitzt, egal in welchem Bundesland. Das ist alles nur noch hier bunte Gesichter mit der roten Nase, quietsch, quietsch, quietsch. Weil so seid ihr nämlich, ihr Schwachköpfe, ihr seid wirklich nur Clowns. Meine Fresse nochmal. Der junge Mann da mit 22, wenn man überhaupt schon Mann zu dem sagen kann,
Der Bengel ist mit 22 Jahren gestorben, weil er einen auf die Fresse gekriegt hat von einem bereits bekannten Straftäter, der schon viele Körperverletzungsdelikte begangen hat. Dadurch, dass er das gemacht hat, sollte der seit April schon abgeschoben werden, weil er nämlich gar nicht aus Deutschland kommt ursprünglich. Ist nämlich als sogenannter Flüchtling rübergekommen, sollte schon abgeschoben werden, was ihr von der Staatsanwaltschaft nämlich gestoppt habt, weil nämlich gegen ihn schon wegen der Körperverletzung ermittelt wird gerade. Nee, schiebt ihn mal noch nicht ab. Wir wollen ihn ja erstmal verantwortlich machen. Jetzt hat er jemanden umgebracht. So sieht das nämlich aus und nicht anders. Und was macht ihr? Nö, das wollte der alles gar nicht. Und der hat bestimmt eine schlechte Kindheit gehabt. Ach ja, der kommt ja auch aus einem Gebiet, ne, wo man verfolgt und durch Krieg und so, ne, traumatisiert ist und so. Ich kann diesen Rotz einfach nicht mehr hören. Das ist kein Wunder, dass sich die gesamte Gesellschaft über unser Justizsystem hier lustig macht. Seht zu, dass ihr den richtig verknackt und danach ab ins Flugzeug und nach Hause und nichts anderes. Kann doch wohl alles nicht mehr wahr sein. Ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die herkommen, die Hilfe benötigen, die irgendwo vor Krieg und Tyrannei flüchten. Ich denke einfach, dass wir ein Sozialstaat sind. Unsere Aufgabe ist es, alleine schon aus geschichtlichen Gründen, ja, dass wir sagen, wir sind ein weltoffenes Land und wir helfen. Aber genug ist genug. Und wer denn hierher kommt und die Würde hier mit Menschen, die Würde von Menschen mit Füßen tritt, Menschen umbringt und auch so Körperverletzungsdelikte begeht im Vorwege schon, der hat einfach sein Recht auf Hilfe verwirkt. Mehr ist das nicht. Meine Fresse nochmal. Seht zu, dass ihr den da jetzt richtig verknackt und dass ihr euren Job da ordentlich macht. Mann, Mann, du. Zählt doch keine Sau im Kopf mehr aus, du. Da krieg ich so einen Blutdruck, du.